Beginn meiner Wanderung an der Veranstaltungskirche. Die Altenessener Eisenwerke gibt es schon seit circa 50 Jahren nicht mehr. Die Veranstaltungsstätte in Langenberg, das Bürgerhaus. Ich finde es gut, dass hier Erinnerungstafeln angebracht sind. Leider wird es zu wenig von den Bürgern beachtet. Mein Rundgang durch Langenberg, der circa anderthalb Stunden gedauert hat, und leider habe ich nicht alles sehen können. Folgedessen werde ich immer wieder hier zurückkommen. Das Bürgerhaus in Langenberg, von der Rückseite gesehen, thank you.
Stolper- bzw. Gedächtnissteine auch in Langenberg. Die Kirche St. Michael in Langenberg ist sehenswert. Obwohl ich seit 1958 Langenberg mehrmals im Jahr besuche, habe ich die Kirche diesmal das erste Mal betreten können, weil ich sie jetzt offen angetroffen habe. Also auf jeden Fall sehenswert. Hier sind die Schuldigen der Flutkatastrophe in Langenberg. Diese beiden Bäche. Dieses Haus wurde leider auch von der Flutkatastrophe betroffen. Am Spiegel des folgenden Bildes kann man erkennen, bis wo das Wasser gestanden hat. Da, wo das W steht. Ein Oldie in der Oldie-Stadt Langenberg. Musik.
ein seltenes Auto auf den Straßen. Ich habe dieses Auto noch nie gesehen.